Bär Ingenieure wurde gegründet vor ca. 22 Jahren als Ingenieurgesellschaft für die technische Gebäudeausrüstung. Wir arbeiten heute mit ca. 42 Mitarbeitern, Technikern und Ingenieuren an doch sehr außergewöhnlichen Projekten, zum Beispiel die drei Kranhäuser. Wir haben mal mit Microstation angefangen zu planen, zu zeichnen. Wir sind gewechselt dann nach AutoCAD und sind jetzt bei Revit gelandet. Bei der Projektbox MEP von CAD Studio ist es halt so, man kauft eben nicht nur ein Produkt, so Fire and Forget, sondern das ist in sich abgeschlossen. Also die Ansichtsvorlagen stimmen, die Farben stimmen. Von daher ist das für uns einfach auch eine Erleichterung. Dieses Tool zum Beispiel für die Wandöffnungen, also das wird bei uns viel eingesetzt. Und das ist einfach sehr angenehm, so damit zu arbeiten, weil man sich dann um die Platzierung von irgendwelchen Aussparungen keine Gedanken mehr machen muss. Das funktioniert quasi automatisch. Also ich bin überzeugt, dass Revit Marktführer sein wird in dieser BIM-Welt. Also wir haben das ja schon mal erlebt, dann in den 90er Jahren mit AutoCAD. Alle Welt sagte, was sollen wir denn damit? Ich würde jetzt einfach mal so eine Prognose wagen, also dass wir in 5 Jahren eben gar nicht mehr über IFC reden, sondern eben nur noch über RVT-Dateien. Wir sind in der BIM-Welt angekommen, wo wir am Anfang stehen, aber wir ganz zuversichtlich sind, dass wir da auch mit Hilfe von CAD Studio, glaube ich, eine ganze Menge in nächster Zeit lernen werden, um da relativ weit nach vorne zu kommen.